Roman Daily Tag 5. Roman Daily Tag 5, ne? Ja. Wir sind in Hannover. Genau, wir sind gerade in Hannover angekommen mit meinen Schwestern. Und ja, sind heute hier. Und am Abend, also meine Schwester hat hier so ein bisschen was zu erledigen. Und am Abend gehen wir zu ihr in ihre Studentenwohnung und werden da Iftar kochen. Ich habe für Iftar gekauft. Einmal Baklava. Und zwar von Gaziantep. So, wir haben jetzt ein bisschen gechillt in der Studentenwohnung meiner Schwester und fahren jetzt gerade in die Stadt. Ich will unbedingt gern zu Primark und so ein bisschen bummeln. Außerdem habe ich ja bald auch ein Gewinnspiel auf Instagram, also schaut da unbedingt vorbei. Das, was ich schon mal auf jeden Fall ergattern konnte, ist ein Dyson Airwrap, der eigentlich komplett ausverkauft ist. Und ich habe es geschafft, den zu ergattern für euch, fürs Gewinnspiel. Und ich will halt noch ein paar weitere Sachen verlosen. Ich weiß noch nicht genau, was alles. Es wird auf jeden Fall einige Uhren zu verlosen, also an euch verlost. Es wird richtig geile Gewinne geben. Ihr solltet unbedingt an dem Gewinnspiel auf meinem Profil, auf meinem Insta-Profil teilnehmen. Ich verlinke euch hier unten auch nochmal meinen Insta-Namen. Falls ihr mir dort nicht folgt, teile ich halt auch voll viel Fashion-Inspo und auch viel Haus und was ich immer so fürs Haus kaufe, Geschirr etc. Und ja, wie gesagt, wir fahren jetzt in die Stadt. Ich wollte, wie gesagt, einmal fürs Gewinnspiel noch ein paar Sachen abchecken. Und dann will ich unbedingt gerne zum Primark. Das Primark in Hannover ist eines der besten. Die haben immer so schöne Sachen. Wirklich, also das Primark in Bielefeld ist wirklich komplett, sorry, dass ich das so sage, aber Schrott. Also vor allem die Home-Abteilung. An sich, das Primark bei uns ist geil, aber die Home-Abteilung ist wirklich komplett katastrophal. So mager. Was willst du? Mabaya Kopiac. Bist du dumm? Okay, woher ist was? Weiß ich nicht. Sarah. Bershka. Aus der Türkei die Schuhe. Tommy. Gürtel. Gucci. Auf jeden Fall. Tag 5. Wie spät ist es heute? Wann ist heute Iftar? Hä, du kannst bestimmt. Gibt's da auch so eine App für? Iftar App? Nein. Wir sind jetzt auf jeden Fall in Hannover, in der Innenstadt, haben geparkt und gehen jetzt zu Primark. Und ja, ich hoffe, ich finde da was. So, und das ist hier die Home-Abteilung. So, weil ich will andere. Die sind zwar schön, aber ich hatte andere gesehen, die mir besser gefallen. Hey, Clara. Hallo, wie geht's? Wie geht's? Darf ich das aufnehmen? Alles gut, ja. Ich nehme gerade auf den Vlog. Ja, wir haben gerade auch genau die gleichen gesehen. Ja, die sind schön, aber irgendwas stört mich an denen. Ich weiß aber nicht, was. Ich glaube, das untere. Ich glaube, das sind so kurzen. Ich hab schönere gesehen, bestimmt deshalb. Ja. Und bei genau, die, kennst du die, diese mit ja, so Griff? Ja, genau. Und ich habe die letztens gesehen, da meinte meine Freundin, kauft die nicht. Sie wollte mir die als Hausgeschenk kaufen. Aber ich glaube, bei Butler sind die teurer, ne? Ja. So, Friends, wir sind hier am. Dem Hauptbahnhof und kaufen uns jetzt hier Bubble Tea für Iftar. Genau, wir kaufen uns Bubble Tea, damit wir das später zu Iftar trinken. Ich glaube, ich teile mir keinen mit dir. Ich will was Neues. Ich nehme eine kleine, nehme ich einfach. Du willst so eine Peach? Hä? Ich will heute mal was anderes probieren, aber ich weiß nicht was. Ich glaube, ich nehme Apfel-Eistee. Wir haben jetzt hier unsere. Ey, läuft es aus? Auf jeden Fall, das ist der eine. Und ich habe das genommen. Ich bin echt gespannt. Ey, ich habe das Gefühl, das läuft aus. Ich habe auf jeden Fall was ganz Neues genommen mit Milch und Schwarztee. Spannend. Nächste. Müssen wir nach Iftar warten. So, wir haben auf jeden Fall eingekauft. Ich habe hier einmal mitgenommen so ein Kissen. Und dann noch so zwei Tüten gefüllt mit Foamware und ganz vielen Jeans. Und jetzt gehen wir langsam zum Auto. Und wie man sehen kann, wird es auch langsam dunkel. Und wir müssen noch kochen und wir müssen noch zum Türken Fleisch kaufen. Und es ist richtig kalt geworden auch und windig. So, wir müssen geradeaus einfach die ganze Zeit jetzt. So, wir gehen jetzt noch schnell
hier zum Türken. Der ein oder andere aus Hannover kennt das hier bestimmt, das war dein Market. Und kaufen jetzt noch Fleisch. Wir sind auf jeden Fall jetzt zurück und wir sind jetzt hier in der Studentenwohnung meiner Schwester. Und was machst du uns jetzt? Auf jeden Fall gibt es heute Mango Chicken oder Mango Curry oder keine Ahnung, es wird so ein Mix aus allem. Also wir machen so ein bisschen Indisch, jetzt gibt es Basmati-Reis und dann machen wir jetzt noch einen Salat. Ich glaube, sie hatte hier noch irgendeine Suppe hatte sie hier noch. Die fand ich lecker, Waldpilzsuppe. Die machen wir jetzt noch und ja, dann wollten wir vielleicht noch, ach so genau, wir wollten Obstsalat als Dessert machen. Das machen wir jetzt auch gleich. Unser Essen hier ist fertig. Das ist jetzt komplett vegan mit Kokosnussmilch und ohne Fleisch noch. Da haben wir die ganzen Gewürze gegeben. Das ist jetzt das Mango Curry. Also was haben wir genau reingetan? Wir haben da drin Zwiebeln angebraten, dann Paprika und Champignons mit angebraten. Dann haben wir die Kokosnussmilch dazu gegeben. Dann die Gewürze, Salz, Pfeffer, Currypulver, Paprikapulver. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Mangostückchen zugegeben. Also das geht ganz, ganz schnell. Und jetzt braten wir hier extra, also meine Schwesterin, meine jüngste Schwester ist ja Veganerin. Deshalb machen wir das halt immer so. Hier haben wir jetzt nochmal das Fleisch. Das braten wir nochmal extra an. Und hier haben wir den veganen Reis gemacht. Also der ist ohne Butter, sondern mit Öl. Hier haben wir jetzt diese nicht vegan. Das ist so eine Champignon-Cremesuppe. Ich hoffe, die schmeckt. Und ja. Ganzes Iftar sind einfach nur noch, man sieht es leider gerade nicht ganz, das sind einfach nur noch 10 Minuten oder so. So Leute, wir haben jetzt aufgeräumt und jetzt haben wir uns hingechillt. Osan hat sich ein Bubble Tea gekauft mit Ananas-Eistee und Honigmelone-Kugeln. Wie heißen die nochmal? Bobas. Und ich habe heute mal was ganz anderes genommen. Ich habe Milch mit Tee genommen und Tapioca-Perlen. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Schatz, mach mal den Taste-Test. Taste-Test. Ah? So, jetzt? Nee, die läuft nicht an der Zigarette oder was ist dabei? Weil die läuft immer aus. Schmeckt nicht, Osan, habe ich? Schmeckt gut, aber Osan schmeckt nicht. Es ist nicht wow. Doch, aber ich weiß nicht. Es ist jetzt echt nicht wow. Richtig gespannt auf meins, weil ich glaube, das letzte Mal, dass ich etwas mit Milch hatte, war auch beim letzten Ramadaily. Da hatte Rukin gesagt, dass das voll krass schmecken soll. Was ich mal bei den Kinizinnen? Was? Wenn. Hä? Sind aber das war nicht wow. Deins wird gar nicht wow sein, glaub mir. Doch. Milch mit Zucker. Ey, ich habe irgendwas falsch gemacht. Leute, Gilmiobo, haben die meins voll gemacht? Das ist explodiert. Leute, wann wie best wir denn? Das wird auslaufen. Eins? Ja. Wir sind bei wieder, ja. Definitely, das ist eine Aufgabe. Allah, ich bin gestresst. Du musst mal Fiat auf das Auto oder selbst ein oder dann. Du kannst froh sein, dass die Toilette nicht hier ist. Toilette heil. Wir haben noch nicht die neue Folge geguckt von Jubilee. Ne? Weißt du, einmal hast du mir Bubble Tea geholt und dann war es falsch und dann habe ich das nicht so krass gemacht und dann hat es genau so geschmeckt. Also ich mag mich nicht krass. Ich mag schmeckt gut. Viel mehr. Yasin wal Qur'an al-Hakim. So Leute, wir haben 1.20 Uhr. Wir sind gerade zu Hause angekommen. Ich habe mich hier schnell in meinen Jogger geworfen. Meinen Pyjama-Jogger. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch schnell die Küche aufräumen. Ich hatte auch ein paar Sachen eingekauft beim Türken. Die muss ich jetzt auch noch einräumen. Also gemeinsam mit meiner Schwester. Ich hatte auch ein bisschen was eingekauft.
Salam und sowas, also Salami. Und so Erdbeeren, Bananen. Sie hat mir auf jeden Fall noch ein paar Sachen mitgegeben, die wir wollten ja den Obstsalat machen. Wir waren auf jeden Fall so voll nach dem Bubble Tea. Übrigens, Osans Bubble Tea war richtig eklig. Ich kipp den gleich weg. Also das schmeckt. Bitte bestellt euch niemals die Kombi Ananas mit Honigmelonen-Bubbles. Also es schmeckt richtig fürchterlich. Auf jeden Fall, wie dem auch sei. Ich nehme euch jetzt noch mit, wie ich die Küche ausräume. So, Freunde, ja, was mache ich heute? Nebenbei nehme ich mein TikTok-Video auf. Besser gesagt, TikTok live. Und mache Folgendes. Und zwar haben wir uns Hochbeete bestellt. Das sieht folgendermaßen aus. Dort hinten seht ihr ein Hochbeet. So soll es aussehen. Und ich baue eins komplett zusammen. Jetzt, es gibt insgesamt 6 Hochbeete. Wir wollen halt dieses Jahr so einiges anpflanzen. Ja, deswegen zeige ich euch mal einfach, wie das Ganze funktioniert. Willkommen zu einem neuen Vlog-Tag, Leute. Gestern kam einfach, glaube ich, nichts. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich gestern was aufgenommen hatte. Ja, es war nichts Spektakuläres. Was war gestern? Gestern war Großputztag, Leute. Ich habe den ganzen Tag geputzt, wirklich den ganzen Tag geputzt. Also deshalb kam gestern nichts. Und am Abend haben wir dann sehr spät dort gemacht. Das war's also. Gestern war super unspektakulär. Deshalb habe ich auch nichts aufgenommen. Auch wenn sich viele jetzt bestimmt gewünscht hätten, dass ich mich beim Putzen aufnehme. Aber ich war einfach... Also ich konnte das nicht aufnehmen. Ich war auch am Ende so tot und verschwitzt. Ich wollte eigentlich nur... Das hat damit angefangen, dass ich einfach nur die Wäsche falten wollte und Wäsche machen wollte. Und irgendwann habe ich dann angefangen, das ganze Haus auseinanderzunehmen. Aber es fühlt sich gut an. Die ganzen Betten sind neu bezogen. Alles ist fresh. Und jetzt gehe ich auf jeden Fall einkaufen. Und ja, muss dann schnell Iftar vorbereiten. Und ich würde sagen, ich nehme euch mit. So, und heute habe ich übrigens den ganzen Tag eigentlich nur den Vlog geschnitten. Also auch gar nichts Spektakuläres. Und jetzt gerade streikt einfach YouTube gerade und will mein Video nicht hochladen. Und ja, ich habe jetzt aber keinen Bock mehr zu warten. Deshalb fahre ich jetzt auf jeden Fall los einkaufen und nehme euch mit. So, ich habe da schon meine Pfandflaschen hingetan. Ziehe ich meine Jacke an und dann... Gehen wir gemeinsam erstmal raus. Ah, ja, Frau, wie willst du denn? Du hast letztens gesagt, dass du Pide willst. Ein bisschen aufgenommen, ne? Du hast letztens gesagt, du willst Pide, willst du jetzt kein Pide? Doch. Ich freue mich schon voll auf Ramazan Bayram. Wohin guckst du? Hä? Onna fand Jokeralde, das ist die, die wir aus Dings haben. Atunu? Die hat fand. Soll ich dir sagen, woher diese ganzen 10.000 Tüten kommen? Das ist in der Corona-Zeit, wo ich dich immer einkaufen geschickt habe und du bei jedem Einkauf eine neue Tüte gekauft hast, ne? Das bin halt ich. Hä? Das bin halt ich. Was soll ich denn mit so vielen Tüten? Ich muss nochmal sagen für dich. Ja. Ne? Leider bin ich so, dass ich bei solchen Sachen nicht vorausschauen denke. Ossan ist der klügste Mensch, wenn es so um richtig komplizierte Sachen geht. Aber also den simpelsten Sachen, wie zum Beispiel eine Einkaufstüte mitnehmen, da ist er gerade nicht der Klügste. Boah, ich steck das jetzt in meine Tasche, diesen Pfandbeleg, ich werde das an der Kasse vergessen. Selbernauser, Mann. Du bist morgen nicht da, weißt du, was ich mache? Ich mache Erdbeertiramisu. Du machst das heute nicht für deinen Mann? Ich mache heute Erdbeertiramisu. Lächerlich. Heute mache ich Obstsalat. Und guck, sind Sushi im Helsinki. Benjamin, vor allem nicht das mit Lachs. Lachs, ne? Guck mal, ich kaufe extra die teuren für meine Freundin. Extra Palenado. Nur das Beste für die Besten. Alles klar, weiß ich Bescheid. Wo bist du überhaupt morgen? Sag das denen doch. Soll ich morgen aufnehmen für die? Ja. Für morgen im Adrenalinzoo nennt sich das Ganze und wir spielen Paintball. Mhm. Aber nicht mit Paintballkugeln, sondern so mit Gummikugeln, so Gummigeschoss, keine Ahnung. Wie heißen die nochmal? Hä?
Platzpatron. Joch, schee. Den will ich. Ja, 9 mm. 9 mm Platzpatron. Will der Burger? Nicht? Platzpatron. Ey, weißt du ganz zufällig, wie viele Eier wir noch zu Hause haben? Weil ich brauche ja gleich zum Streichen, brauche ich ja Eigelb. War? Okay, gell. Von welchem Lied hast du denn, Orbe? Rang. Hauptsache, du sagst es auch noch falsch. Zaten seni çekmem için barıştım benimle. Aynen. Bis vor ihm was? Almosen. Doch, wir züchten jetzt unsere eigene Paprika. Warte noch ein bisschen. Was sind die Blumen, die wir gekauft haben in Fenno? Ja. Die brauchen nur das Gewächshaus, was ich jetzt bald bauen werde. Ich brauche nur diese Kartoffeln, sind echt schlecht geworden. Hast du das gegessen, was ich gestern gemacht habe, diese Pommes? Ja. İyi ki Burger yemedin, Alter. Das habe ich so um 1 Uhr oder so zu sauer gegessen. Na, ich will aber auch Sahne, dass du Sahne schlägst. Zum Obstsalat. Du hast auch früher immer so Sahne geschlagen, weißt du noch? Mhm. Ey, extra dünn. İftara Burger yaptım und dann habe ich noch... wie heißt das? Oh, Champignons. Ich habe extra Champignons gemacht, habe das auf den Burger getan, aber... Oh, dieses Jahr ist Spanien mega teuer. Ich gebe dir, das, du kriegst gleich mein ich, Handy. Wenn ich dir gleich sage, was ich mache, dann kann ich ja essen. Du kriegst gleich mein Handy auf deinen Kopf. Aber willst du es wissen oder nicht? Ja. Ich muss morgen Betekäppchen. Tschüss. Das ist voll viel. Älter Elmer wann, ne? Für den Obstsalat? Ich glaube nicht. Kannst du mir das mal sagen, wieso du mir immer hinterherkommst, wenn... Weißt du nicht, der... Ja. Nein. Ich will nicht, Herr den Schulter. Schau mal, Anti-Schuppen. Wir streiten uns immer, weil die Lara sagt, dieses Anti-Schuppen-Shampoo von Schauma, von Schwarzkopf hier, das sei nicht gut. Das sah auch früher, das sah auch nicht so aus, das sah anders aus, aber die haben die Verpackung geändert. Ich, auf jeden Fall streiten wir uns deswegen drüber. Und sie sagt, ich darf das nicht holen. Ja, guck mal, wie dein, guck mal, wie das hier wirkt. Ja, ich weiß. Denn? Deswegen, das hilft dagegen. Die Lara und ich, wenn wir einkaufen gehen, sind wir so wie Mama und Sohn, Mama und Kind. Ich muss sie immer fragen, ob ich was mitnehmen darf oder nicht. Ne? Ja, das war leider schon. Assi. Du hast auch eine klare Struktur, ne? So, wir starten jetzt auf jeden Fall mit dem Rezept. So, auf geht's. Und nebenbei, erstmal mache ich den Teig und danach werde ich erst den Einkauf einräumen, weil sonst schaffe ich das auch. So, dann kommt in den Teig auch Zucker rein laut Thermomix. Ich glaube, das ist dafür da, damit der Teig besser aufgeht, wenn ich mich gerade erinnere. Doch, du brauchst 2 cm. Ja. Inshallah, oder auf unserem Pizzastein. Leute, wir haben hier so einen Pizzastein. Wir machen das jetzt hier drauf. Und wenn es nicht klappt, dann machen wir es danach auf dem Backblech mit Backpapier. So, warte, Schatz. Okay. Hier. Kennenlernen das Süd. Nur an die Seite, oder? Nur an die Seiten eigentlich. Das ist dann unser Rat. Das muss noch für die anderen reichen. Das ist
Bescheid. Ja. Schatz, die nächsten müssen wir kleiner machen. So Leute, das sind die ersten beiden Pides. Dann haben wir hier noch das vorbereitet, so Salat, Oliven. Hier hat Ursa uns rote Zwiebelsalat gemacht. Hier ist schnell Tomatensuppe aus dem Beutel. Ganz, ganz schnell. Ich muss jetzt nur noch 2-3 Minuten köcheln. Das ist aber auch schon fertig eigentlich. Das macht Ursa gerade die nächsten. Warum hast du die so voll gemacht mit Sujuk? Das ist viel zu voll mit Sujuk. Und hier sind die anderen drei und Leute, es riecht so lecker, ne? Also Leute, das duftet so krass, also so yummy. Und ja, Iftar ist glaube ich schon, aber wir haben uns leider ein bisschen verspätet. Boah, Leute, diese Teigschiffchen, vor allem hat Ose die gemacht. Also ich habe das Innere gemacht im Thermomix und so und den Teig. Und Ose hat die halt aufgerollt und die sind eine 10 von 10 geworden. Wirklich so lecker. Einziger Nachteil, es sind so viele geworden am Ende. Also laut dem Thermomix-Rezept wären 8 Stück rausgekommen. Wir haben aber gemerkt, dass die einfach viel zu groß werden und haben dann... Genau, dann habe ich die Kugeln nochmal neu geformt und habe dann, ich glaube am Ende waren es dann 13, 14 Schiffchen. Wir haben zwar viele gegessen, aber es war trotzdem einfach viel zu viel. Ich werde morgen Mittag zu meinen Schwiegereltern fahren und denen einige vorbeibringen und ein paar packe ich dann noch zur Seite von meinen eigenen Eltern, weil morgen kommen, habe ich gar nicht gesagt, morgen kommen meine Freundinnen zu mir. Rose ist auf jeden Fall morgen nicht da. Der geht, die fahren irgendwo Richtung Braunschweig, Hamburg, ich habe auch nicht ganz verstanden, wo die genau fahren. Die fahren auf jeden Fall weg. Die haben irgendwas geplant unter Jungs. Ich habe mir für morgen gedacht, dass ich dann Beti mache und dann mache ich dazu Bulgur, also Bulgur-Reis, einen Salat. Dann habe ich ja noch die Teigschiffchen über. Dann wollte ich noch Tiramisu im Glas machen für jeden. Das habe ich auch schon mal aufgenommen gehabt in einem Ramadeli. Käsekuchen und Tiramisu, ich könnte es jeden Tag essen. Ich liebe es einfach enorm. Ja, ich habe jetzt hier alles soweit aufgeräumt und geputzt. Ich wollte jetzt noch einen Obstsalat machen. Deshalb stehe ich auch wieder in der Küche. Wir haben jetzt ein bisschen mit Ose gechillt, das Ganze sacken lassen. Aber wie gesagt, ich will jetzt hier noch einen Obstsalat machen. Wir haben einfach so viel Obst über. Ich will nicht, dass das schlecht wird. Deshalb verwerte ich das jetzt einfach, indem ich so einen Salat mache. Ich will jetzt aber auch nicht zu viel machen, weil ich nicht will, dass das überbleibt. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall nebenbei noch auch so eine Filialkulte an. Ich habe schon wieder mit dieser verfluchten Serie angefangen. Sie lässt mich nicht los. Ich werde den Obstsalat auf jeden Fall nur mit Joghurt und Quark machen, weil sonst... haut der so sehr rein. Und so schaut das Dessert aus. Es ging super schnell. 5 Minuten, dann ist es auch erledigt. Und ja, jetzt bringe ich das ins Wohnzimmer, aber dafür muss ich die Kamera hier lassen, weil ich kann sonst nicht beides tragen.